Blaulicht zuckt über die Anlage des Jugendhofes Steinkim. Hilferufe sind zu hören, Rauch steigt auf. Insgesamt 14 Personen wurden am Dienstagabend in zwei Gebäuden vermisst. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Zum Glück aber nur als Übung, von der die Einsatzkräfte im Vorfeld aber nichts wussten. Gemeindebrandmeister Bernd Lemke und sein Team hatten sich, unterstützt von der Feuerwehr Oldenburg, das realitätsnahe Szenario ausgedacht und auch viel Energie investiert. Die Verletzten waren geschminkt und setzten mit ihrem Geschrei die Feuerwehrleute noch mehr unter Druck. Eingesetzt waren alle Feuerwehren der Gemeinde Ganderkesee sowie der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz.